Hi meine Lieben, heute möchte ich euch mal ganz kurzes Video, mein aktuelles Lieblingsspiel vorstellen. Naja, Lieblingsspiel kann man jetzt so nicht sagen. Eher mein aktuelles, weswegen ich nicht so am PC bin, Spiel. Und zwar L.A. Noire. 50er Jahre, man ist Streifenpolizist und arbeitet sich nach oben, wird Detective. Sitte, Morddezernat, ich weiß gar nicht, Sitte bin ich noch gar nicht. Ich bin, wo war ich denn? Verkehrsdezernat und jetzt bin ich beim Morddezernat. Und ja, man fährt durch die Gegend, kann sich Autos klauen. Ja, klauen ist relativ. Man hält an oder läuft irgendwo hin, sagt, tut mir leid, ich bin Polizist, ich brauche Ihr Auto und fährt los. 95 verschiedene Autos gibt es, ich habe jetzt ungefähr die Hälfte schon gefunden. Man kann dann mit denen durch die Gegend düsen, kann das aber auch überspringen. Also das Autofahren ist jetzt nicht unbedingt wichtigster Bestandteil des Spiels. Macht aber Spaß, weil die Stadt ist, ich glaube, sogar angeblich originalgetreu nachgebaut worden. An das L.A. der 50er Jahre. Sieht toll aus. Wie es wechselt, Vororte, Innenstadt, Industriegebiete. Das sieht richtig toll aus. Rockstar hat leider einen Fehler gemacht, finde ich persönlich. Und zwar haben sie zu sehr geschärft, die Kanten. Das sieht alles irgendwie ein bisschen extrem hart aus irgendwie. Die Kantenschärfe ist irgendwie extrem hart. Und das hat mir also nicht so gut gefallen. Ansonsten, die Grafik ist okay. Nicht so toll wie bei Heavy Rain. Aber okay. Schon gut. Die Gesichtsmimik, genial. Man muss beim Verhör zum Beispiel erkennen, ob jemand lügt oder nicht. Und das haben sie also wirklich realistisch gemacht und richtig toll. Also da kann man sagen, top. Finde ich gut. Das Spiel, ja, man läuft durch die Gegend, löst Fälle, hat Mordopfer, muss untersuchen, so ein bisschen CSI-mäßig irgendwie. Man guckt sich das an, kombiniert, fährt dann zu verschiedenen Orten, verhört Menschen. Und ist eine straighte Handlung, also kein Open-World-Modus, aber braucht man auch nicht, nicht zwingend. Also mir gefällt es so, wie es ist. Ist eine Mischung aus GTA und Heavy Rain irgendwie. Ich habe so eine Art Spiel, also GTA habe ich zum Beispiel noch nie gespielt, Heavy Rain hingegen schon. Und da passt es also super. Also mir macht es Spaß und dann zeige ich euch noch ein paar Eindrücke vom Spiel. Ich kann es empfehlen. Ich habe 50 Euro bei Amazon bezahlt. Hat sich gelohnt, meines Erachtens. Es macht Fun und das war's von mir. Jetzt noch ein paar Eindrücke vom Spiel, damit ihr das Gameplay mal seht. Und ich kann es empfehlen. Und das werde ich jetzt auch ein bisschen spielen. So, bis dann. Tschüss! Yeah, my real name. You need to just forget all about it. You boys have a new case. A poor Hispanic woman murdered near City Hall and left lying naked. Another naked woman, sir? Yes. We seem to have had quite a run of cases. You have the address? It's the alley off the Lisa between Los Angeles and Alameda. You're kidding. The next one will be opposite Central Station. Count yourself lucky. Most guys would kill to land a case so close to the best. Detectives, they're ready to start the show. I'll take you through. Proximity to the scene, plus the blood stains. No way is this coincidence.
help you? LAPD, ma'am. Detective Phelps and Galloway. Does Mrs. Maldonado live here? Yes, she does. This is Barbara LePendry, the owner of this boarding house. Is there a problem? I'm afraid so, ma'am. You mind if we come in? Is there somewhere we can discuss this? Of course. Follow me through to the park. Wipe your feet as you come in, detectives. It's this way. Mrs. Maldonado was found dead this morning. Dead? Oh, no. She can't be. I'm afraid she was murdered, ma'am. We need to take a look at her things. I can't believe it. A person seems so alive, and then they're gone. Antonia's room is upstairs, last door on the left. Thank you. We'll be back shortly. Questions, ma'am, if you're up to it. Yes, detective. I'll do my best. Do you have any idea who might have wanted to hurt Mrs. Maldonado? That rat of her husband, Angel. She was serving him divorce papers. If I killed every wife to serve me papers, I'd be a mass murderer. Are you being flippant, young man? No, ma'am. What can you tell us about Angel Maldonado? She married him when she was 17. He was cruel to her, very cruel. She was a good girl, little on the religious side, but a good girl. What time did Antonia go out yesterday? She left around 9. Do you know where she went? No, I have no idea. She was a good girl, but she didn't confide in me.